Cloud. Cloud. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war schon immer so. Was ist los? Cloud, oh. Armes Kind. Oh. Bist du in Ordnung? Oh. Tiefer? Tiefer? Tiefer. Oh, Cloud. Stimmt, ich bin Cloud. Bist du's wirklich, Cloud? Ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Ja, es ist schon eine Weile her. Was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, es ist nichts. Alles in Ordnung. Wie lange ist das her? Fünf Jahre. Was ist? Es ist wirklich lange her. In Wahrheit sind es 7 Jahre. Du hast bekommen, was du wolltest. Du bist Soldier geworden. Bist nach dem Zwischenfall mit Sephiroth ausgetreten. Und jetzt lebst du als Söldner. Du hast mir viel davon erzählt, was geschehen ist, nachdem du Nibelheim verlassen hast. Aber etwas stimmt nicht. Ich merke, dass mit dem, was du mir erzählt hast, etwas nicht stimmt. All die Dinge, die du nicht wusstest und hättest wissen müssen. Und andere Dinge, die du nicht hättest wissen sollen, aber wusstest. Ich wollte sicher gehen. Aber dann hörte ich, dass du weit weggehen wolltest. Und das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich bräuchte mehr Zeit. Deshalb habe ich dir von dem Job bei Avalanche erzählt. Ich wollte bei dir sein und sehen, was du tust. Bim bam. Wie? Der Blick. Dir wird bald besser gehen. Du hast lange geschlafen. Ich habe Hunger. Wirst du nachfragen? Über ihn? Ich habe Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit Cloud passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Sie wissen auch nicht, ob es ihm gut geht. Ist er noch am Leben? Wie lange habe ich geschlafen? Also, tja, muss etwa eine Woche gewesen sein. Was ist mit Sephiroth? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst du dich an das riesige Licht in der Nordhöhle? Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Ein jeder weiß, Sephiroth schläft im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Wir können leider nichts tun. Wir müssen warten, bis er aufwacht.
Zu allen Überfluss treibt sich auch noch das Ungeheuer Weapon hier rum. Weapon? Erinnerst du dich an das Riesenungeheuer, das mit Sephiroth auf dem Grund des Kraters war? Jetzt ist es hier oben. Es heißt, es sei ein sagenumwobenes Biest aus der Vergangenheit. Weapon. Beschützt Sephiroth? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier oben. Und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft Rufus es. Ich sag's nicht gern. Aber der Bursche hat Mut. Wir hätten das Viech erledigen sollen, aber wir haben echt keine Zeit. Zeit. Hey, der Meteor? Ah, jetzt kann ich tiefer steuern. Okay. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Cloud würde auftauchen und euch alle retten. Auch Professor Hojo wollte Cloud sehen. Was wirst du nun mit Cloud machen? Sephiroth, anderes Ich. Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als Verantwortliche für dieses Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm. Sie fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über diesen Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also, genießt eure letzten Augenblicke. Ich fessel euch die Hände. Ach, jetzt kann ich Barrett steuern. Du blöder Sack da. Ach, mit dem kann ich auch nicht reden. Das sind 8 Leute. Ach man, ich kann nur da nach unten raus. Ach toll, es gibt einen Speicherpunkt. Okay, also im Moment nur Tifa und Barrett. Ach Gott, ach Gott. So. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ich will etwas mitgehen lassen. Hallo, ich werde eh schon hingerichtet. Lass mich wenigstens hier raus. Nein. Ihr seid alle blöd. Sind alle da? Die sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt. Wer zum Henker sind diese Leute? Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Scarlet, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an. Kamera hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Was machst du da? Oh, falsche Stimme. Das hier ist meine Spezialgastkammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod.
Schlampe. Alter, das hat die jetzt nicht wirklich gemacht. Okay. Nun, die Show kann beginnen. Alarm, Alarm, Weapon ist im Anmarsch, an das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh nein, es ist Weapon. Lauft! Hey, los alle! Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlett? Du bist nicht abgehauen. Ich bin beeindruckt. Wie ich mich fühle, im Moment? Ah! Huch, Schlafgas? Idiot! Ah, Kate Sif rettet den Tag. Hat man auch nicht immer. Was? Ah. Es wird euch nichts nützen. Gut. Einer schon mal weg. Und wieder vollgemacht mit den Granaten. So, haben wir die besiegt. Fast Level up. Ich bin hier, um zu helfen. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe. Und außerdem, ich hasse dieses Vibe. Nun aber komm, wir müssen tiefer helfen. Ich beobachte den Eingang. Ich beobachte den Eingang. Ihr Narren, ich habe bereits den Schalter gedrückt. What? Alter, komme ich hier nicht irgendwie rein? Alter... Los jetzt! Sie geht nicht auf! Es ist Weapon! So viel Überfälle in letzter Zeit. Können wir was gegen machen? Ich denke schon. Ihre Befehle? Kein Grund zu fragen. Wir versuchen es mit unserer großen Kanone. Kanone laden. Kanone in Stellung. Ziel. Weapon. Erledigt. Die Kanone. Feuer! Haben wir getroffen? Scheint so. Weapon kommt näher. Es kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. Das ist unmöglich. Wir haben es voll erwischt. Was ist mit der Kanone? Wir müssen nachladen. Dann nehmt so lange andere Waffen. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschütze laden. Ziel, Weapon. Lass es nicht landen.
Geschwindigkeit 70 Knoten. Weapon kommt! Gas? Barrett, Hilfe! Halt die Luft an! Halt die Luft an, solange du kannst! Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten! Mist! Alter! Ihr Narren! Ah, Mann! Barrett, du musst doch was tun können! Ah, man muss doch überhaupt irgendwas. Hast du eine Idee? Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Tiefer, ich werde dir helfen. Versprochen. Oh Gott, wenn es nicht anders geht. Oh nein, auch hier ist zu. Dummköpfe, nun ist die Kleine nicht mehr zu retten. Verdammt. Okay, nun zu Plan B. Lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen? Und tiefer zurückzulassen? Vertrau mir, ich habe eine Chance. Na toll. Okay, das ist nicht gut. Ach, endlich. Ach, Level up für Barrett. Extra will ich ehrlich gesagt nicht benutzen. Nee. Ah, schaue ich mich mal hier oben wieder um. Gibt's hier vielleicht was? Ach, da geht's nicht lang. Wo gehst du hin? Zum Flughafen geht's in die andere Richtung. Ja, okay, dann gehen wir in die andere Richtung halt. Oh Gott. Nein. So. Oh, immerhin. Autschi! Ah, gerade noch geschafft. So. So, Zauber. Du hast, glaube ich, nur Demi. Aber irgendwie muss ich... Nee. Ja, so, Objekt. Jetzt habe ich doch noch was. X-Trank will ich nicht. Turbo-Ether, Städte. Ah. Nein. Muss ich das wohl nehmen für Kaziv? Einen Moment brauche ich ihn. So, dann gehen wir mal wieder raus hier. Ach, Yuffie. Nee, nicht Yuffie. Hab mich versehen. Ach, da hinten bin ich. Ui.
Sag mal, spinnt ihr hier? Ich weiß, du bist in Eile, aber darf ich was fragen? Schnauze! Ich hab's eilig! Mach nicht so einen Krach, ich bin es, Yuffie. Oh, doch, Yuffie? Was zum Henker packst du hier? Das erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir zum Flughafen. Oh Gott. Was denn jetzt schon wieder? Das ist ja ein Riesenschutz. Okay. Na toll. Ah. Mal schauen, was man Ding rauben kann. Ach du grüne Neune. So, jetzt habe ich dir mal die Meinung gegeigt. Eieiei. So, extra gehen wir hin. Yay. So, gehen wir mal hier hoch. Oh. Gehen wir dann zum Zeppelin. Bist du dir sicher, dass es der Weg stimmt? Das ist eine Sackgasse. Ups, bin ich falsch abgebogen? Du Schwachkopf! Was zum... machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben! Tja, den Rücken muss ich frei haben, Partner. Bewege Arme und Füße und versuche dann, den Kopf aus dem Stuhl herauszubekommen. Menü Kopf. Ah ja. Oh Gott. So. Mann. Hm? Das geht nicht. Das. Das einzige Sinnvolle, was ich machen kann, ist das, aber das klappt ja nicht. Ah, Mann. Das klappt nicht nur. Ah, das muss man halt anders machen. Okay. Ha, das klappt. Komme ich hier nicht frei? Oh Gott. Da weiß ich jetzt echt nicht, was ich machen soll. Kann ich jetzt echt nur versuchen. Ah. So, klappt es, das?
Ah. So, mit welchem Knopf kann man das Gas abschalten? Das ist eine gute Frage. Na, immerhin, schon mal das Gas ist weg. Ah, habe ich doch irgendwie hinbekommen. Will das Knopfdrücken hilft. So, komme ich hier irgendwie raus? Aufmachen! Okay. Okay. Hat schon gehörigen Schaden verursacht. Was würdest du tun? Öffne das. Erst steckt ihr mich in dieses seltsame Loch und dann erzählt ihr mir, ich soll rauskommen. Entscheidet euch. Oh ja, auch eine gute Möglichkeit. Ja, ich warte jetzt nicht, bis ihr hierher kommt und mich abholt. Oh. Ach du Scheiße. Dass sie noch lebt, ist ein Wunder. Okay. Ist das überhaupt der richtige Weg? Sister Ray. Ich bin jetzt auf der Kanone, oder? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Hier endet unser kleines Versteckspiel. Die Hinrichtung mag ja daneben gegangen sein, aber dein Tod durch einen Sturz aus dieser Höhe Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Alter, die hat's nimmer da alle hochnäsig bis zum Schloss. Hör auf, mich zu schlagen. Du alter Trampel. Puh, das kann ich nicht ausstehen. Schafft sie fort. Jetzt wird es Zeit, offene Rechnungen zu begleichen. Ich lasse dich, fallen, wenn du nicht stillhältst. Hahaha. Lauf. Lauf zum Ende der Kanone. Fuck! Ey, nimm's, nimm's! Alter! Ah, oh, fuck! Alles okay? Meine Wangen tun etwas weh. Vergiss es. Was soll das Ganze?
Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört uns jetzt das Luftschiff Highwind. Okay. Nun, ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ich bleibe etwas länger hier oben. Gut, dann schauen wir mal rein. Verdammt, warum hast du nicht gesagt, dass du ein Luftschiff steuern kannst? Ich dachte, Tifa sei für immer verschwunden. Tut mir leid, aber ich musste den Feind irgendwie täuschen. Komm schon, alle warten. Alle? Alle sind hier? Willkommen in meinem Luftschiff, die Highwind. Was ist los? Zeigt mir Begeisterung. Sid. Hey. Wenig Leute. Warum machst du so ein trauriges Gesicht? Hey. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Aber nichts von Cloud. Deutest du damit an, dass wir ohne Cloud nicht stark genug sind? Glaubst du, wir können den Planeten nicht retten? Der Meteor kommt und die Webben wütet. Bei solchen Dingen weiß ich nicht, was ich tun soll. Wirklich nicht. Reiß dich zusammen, Tifa. Komm, lass uns nachdenken. Wir können nicht mehr einfach abspringen. Wenn Cloud doch nur hier wäre, dann wäre alles okay. Oh, das war tiefer. Ups, Cloud würde sich auf seine freche Art hinstellen und sagen, alles unter Kontrolle, Tifa. Tifa, seit wann bist du so ein Schwächling geworden? Oh, das war Barrett. Tut mir leid, Barrett. Ich bin auch irgendwie geschockt. Ich bin so deprimiert. Und Tifa, wir dachten alle, dass es Cloud war, weil... Ich weiß... Deshalb will ich sicher gehen, darum muss ich ihn nochmal sehen. Ich will, dass du weißt, dass ich keine Abneigung gegen ihn hatte. Aber ich muss sagen, er war ein komischer Typ. Immer wenn du dachtest, er sei cool, tat er was verdammt Idiotisches. Und wenn du dachtest, er sei gerissen, zeigte er, wie wenig gesunden Menschenverstand er besaß. Alles an ihm, von seinen Bewegungen bis zu seiner Sprache, war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum er so war. Tja, wenn du am Leben bleibst, siehst du ihn vielleicht eines Tages wieder. Also kauf auch, Schwesterherz. Ich werde ihn irgendwann sehen. Wenn wir herausfinden, wo er ist, bringen uns die Highwind in Handumdrehen dorthin. Vielleicht... Cloud steckt immer noch tief im Nordkrater, wo der Boden aufbrach. Tief unter der Erde begraben. Tief in der Erde? Im Lebensstrom? Der Lebensstrom bricht manchmal zur Oberfläche, durch Risse im Meeresboden. Es gibt so einen Ort. Es gibt so einen Ort. Vielleicht, nur vielleicht ist Clouds... Was? Muss Cloud denn immer dabei sein? Am Anfang lief's doch auch gut ohne ihn. Was ist mit dem harten Mädchen, das ich kannte? Wo ist sie geblieben? Tifa, ich gebe dir einige Shinra-Infos. Frag mich, falls du was nicht verstehst. Kopf hoch, Tifa. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Es gibt keine neuen Gesprächsinfos. Wenn wir herausfinden, wo er ist... Bringen uns die Highwind in Hand und drehen dorthin. Na, fragen wir ihn nochmal. Hm.
Das Einzige, was ich jetzt machen kann, wieder zurückgehen. Ah, da kann ich auch hin. Entschuldigung, sprich mit Kapitän Sid. Und dahin? Ich langweile mich. Ich möchte auf ein Chocobo reiten. Wow. Ja, Chocobo reiten haben wir schon wen hinter uns. Okay. Nun, ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Den Text kennen wir an sich schon. Ja, jetzt ist die gute Frage, was macht man jetzt? Also wirklich weiß ich gerade nicht Bescheid. Wir müssen nur steuern. Sie müssen nicht mit uns reden. Hey, du da! Was zum Teufel machst du da? Pilot im Training Level 3. Ah, Kapitän Sid! Tiefer, entschuldige, aber ich muss diesen Hohlkopf zeigen, wie man das Luftschiff landet. Mach dir keine Sorgen, dauert nur eine Minute. Oh, und Tiefer, egal welches Ziel du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh in dein Zimmer und bereite dich auf unsere Operation vor. Na schön, Zimmer. Wo ist mein fucking Zimmer?